Bevor der Kempe des Kaisers Ayus Armee nach Aschfeld führte, machten sie sich auf eine Aufklärungsmission. Sie benötigten einen sicheren Weg für ihre Armee zu meinem Palast. Doch Aschfeld hatte sich verändert. Alles klar, Aschfeld hatte sich verändert. Das heißt, die Ritter sind vielleicht da? Groß im neuen Stil? Na gut, aber zuerst mal hallo und herzlich willkommen zurück zu For Honor. Wir spielen jetzt Ehre. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Schwierigkeitsgrad schwer, auch wenn ich mich echt schwer tue mit dem, aber los geht's. Der Orochi, wir spielen es wieder genau gleich, dass er gut funktioniert. Apollyon war zu ihrem eigenen Volk ebenso großzügig wie zu unserem. Wir mussten verstehen, was in Aschfeld vor sich ging. Also kundschafteten wir es aus. Okay. Ja, wir wissen schon, dass Apollyon grausam ist. Das ist schönes Latein, das du da sprichst. Nur schützt dich das nicht. Hui. Und zurückfallen. Nein! Lass mich dich jetzt... Verdammt nochmal! So. Tot! Dieser gute Verbündete, dass ihr ihr gleich helft, finde ich tapfer von euch. So. Aschfeld erinnert uns gerne an die Katastrophen der Vergangenheit. Gelegentlich bebt die Erde und eine neue Kraterspalte bricht auf. Eine Warnung, dass das, was geschehen war, wieder geschehen könnte. Sehr spezielles Land. In Aschfeld fressen die Starken die Schwachen. Nein, das war zu früh. Okay. Tot. Okay. Wir kundschaften weiter aus. Den lasse ich mal da. Ich muss nur wieder nach vorne. Und da haben wir noch Gegenstände. Das ist für mich eigentlich auch ein Schleichweg. Das wäre noch interessant. Uiuiui. Ultra! Ach, anstrengende Kuh. Wo ist Ihre Armee? So. Verdammt nochmal. Ich musste Momiji finden und die Aufklärungsmission beenden. Die sind nur anstrengend, die Jungs hier. Ich krieg die so schnell auch gar nicht tot.
Nein. Ugh. Ah. Da machen die anderen wesentlich mehr Schaden. Ist angenehmer. Darf ich hier noch, ne? Seit dem Krieg gegen die Wikinger hatte die Schwarzenfelslegion 7 Aufstände niedergeschlagen. Das Kriegsrecht war das einzige Gesetz, das unsere Leute verstanden. Das ist eine Müllhalde. Als die Samurai nach Aschfeld kamen, waren die anderen Legionen längst Geschichte. Trotzdem schickten uns die Kommandeure der Eisernen weiterhin Verstärkung und Nachschub. Wir waren dankbar. Auch wenn sie fehlgeleitet waren. Sie ist einfach böse. Sie ist nur böse. Durch und durch böse. Hier komme ich nicht rein. Ich muss irgendwie hier rüber. Ah, da kann ich hoch. Uiuiui. Ich komme da schon rein. Ich beende das hier. Ich schlag das trotzdem noch kurz kaputt. Ich kann das so nicht stehen lassen. So. Okay. Sieht euch diese unheimliche Burg an. So unheimlich ist sie nicht. Ist ziemlich gut gebaut. Aber dass man hier so einfach hoch kann, das ist nicht so clever. Die Burg war nicht so verlassen, wie wir angenommen hatten. Das ist doch super. Das sind Marodeure, keine Ritter. Unsere stille Aufklärungsmission wurde unerwartet laut. Das ist nicht so geil. Nein. Das ist dumm, ne? Ja. Zack, zack. Komm, noch ein paar. Ich habe eine Tür gehört. Ich hatte sie besser in Erinnerung. Sachen gibt's, ne? Sachen gibt's. Mann, brauche ich lange, um die zu töten. Vielleicht war es ein Fehler, die Ritter zu verärgern. Langsam vermisse ich den Kerker. Wo muss ich hin? Achso, sichere die Festung. Alles klar. Die kommt schon zurecht, die Lady. Ah. Okay. Komm, brennt. Ah, der brennt nicht. Komm, 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 komm. Upsala. Waren das alle? Eieieiei. Warum höre ich auf euch? Oh, wie es mich ranzieht. Eieieiei. Sind so viele von denen. Das ist doch schön. Ah, nicht mich schlagen. Eieiei. Ah. Ja.
Haben wir es? Unorganisiert. Ich sah einen Wächter. Und er führte eine Gruppe Ritter von der Festung weg? Wir sollten ihnen folgen. Apollyons Grenze stand offen. Wer hatte das getan? Den da kenne ich. Den Wächter. Widersetzen die sich? Dürfen die das? Ich glaube, wir sollten los. Warum? Es war Zeit zu gehen. Sie ist geschwächt. Ich muss die Bogenschützen töten. Ich habe nur ein gutes Gefühl. Wir sollten uns vermutlich beeilen. Ja. Videamus quam exercitatus est. Na, danke. Okay. Wir kämpfen hier. Genau, gegen unser altes Ego, wenn man so will. Boah. Der Dorsch war knapp. Ihr geht! Ich hol euch ein! So hätte ich nirgendwo hin, Schätzelein. Okay, zur Brücke mit dir. Nein! Boah! Da! Es reicht jetzt! Da! Wieder genau das. Boah. Rennt. Boah. So. Tot. An der Kante zum Abgrund. Sie haben Glück, dass ich verwundet bin! Hey! Der Krieger! Für die Krieger stirbst du, ja? Das wollte ich zwar so nicht machen, aber gut. Aye. What? Das ist nicht gut. Ich will sie eigentlich nur zur Brücke bringen, verdammt nochmal. Komm, Lady, wir gehen raus hier. Komm. Der Flieger! Kommt sie raus oder kommt sie nicht kein raus? Kein Problem! Nein! Boah! Ich schätze, ihr könnt nicht schneller humpeln. Der Flieger! So, jetzt reicht's. Ich mach ich alle mal. Boah. Anstrengend. So. Suspice ihr! Ad armas! Boah, das sind ja viele. Scheiße. Das ist nicht gut. Na dann.
also. Zack. Du lässt meine Kleine. In Ruhe! Seht ihr? Die Brücke bei dieser alten Kathedrale ist berüchtigt. Wir sind nicht eure Feinde, Orochi. Ihr habt die kaiserliche Familie ermordet. Wir gehören nicht mehr zu Schwarzenfels. Ich weiß nicht, ob das clever ist. Wir haben dieselben Ziele, Orochi. Ja, verdammt nochmal. Ich muss ein paar Tricks arbeiten, sonst kriege ich das nicht gebacken. Nein. Zwingt mich nicht, euch zu töten. Na. Komm. Geschwindigkeit ist alles. Hört auf! Ja. Verdammt! Nein! Ich hatte ihn fast! Nur wegen dem Kassier! Nur wegen dem Kassier! Boah, Mann, ey! Nee. Wir sind nicht eure Feinde. Ach. Nein. Bleibst du auf dem Geysir, bis er hochgeht. Ich hatte recht. Ihr seid der Kämpfer des Kaisers. Der Weg zur Schwarzenfelsfestung ist frei für euer Heer. Viel Glück. Ich hatte diesen Wächter für würdig befunden. Sobald man das Schwert mit jemandem kreuzt, kennt man sein Herz. Es ist irgendwie irritierend, gegen mich selber zu spielen, nicht? Naja, ich war ja ursprünglich auch dieser Wächter. Und jetzt... Na, ich weiß nicht. Gut, so. Also, das war wieder mal eine Folge von For Honor. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten... Nein, ich mach's so. Was haltet ihr davon, dass ich jetzt als Orochi gegen den Wächter gespielt habe, also gekämpft habe, obwohl ich ja ursprünglich den Wächter selber gespielt habe,
Ist das für euch auch so strange, auch so verwirrend oder nicht? Ich würde mich da mal über Feedback freuen. Und lasst doch ein Like da bei dem Video, wenn es euch gefallen hat, um das Video zu unterstützen. Ich sage es immer zwischendurch mal wieder. Ich sage es nicht gerne zu oft, aber ich muss es halt immer wieder mal sagen, damit ich ein bisschen Support von der Community kriege, weil das wird gerne mal vergessen. Ich hoffe, da ist mir niemand böse, wenn ich das ab und zu mal anspreche am Ende. Ja, das war's. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge von For Honor. Ich freue mich drauf. Bis dann.